Survival World. Ich habe heute eine kürzere Folge vorbereitet als sonst, denn ich habe etwas Großes geplant. Das wird auch, also erstmal Entschuldigung, dass gestern kein Video rauskam, aber da war ich auch schon mit Vorbereitungen beschäftigt und in den nächsten Tagen wird auch kein Video kommen. Das nächste wird erst Mittwoch kommen, aber dafür wird dieses Video bzw. die darauffolgenden Videos dann besser, spannender. Denn, ja, wie gesagt, ich bereite etwas vor. Was werdet ihr noch erfahren? Und, ja, einen Teil der Vorbereitung möchte ich euch jetzt zeigen. Einmal, deswegen wird das Video heute auch so kurz, weil ich das eigentlich nur zeigen will. Ihr seht, das Eisen, die Eisenvorräte sind ein bisschen geschrumpft. Das liegt daran, weil ich das Eisen bei Village schon getradet habe und nun meine Sachen verzaubert habe. Das heißt, auf jedem Rüstungsstück ist jetzt Mending drauf, Reparatur, wie ihr seht. Auch hier drauf, auf dem Schwert, und da war ja schon. Außerdem habe ich mir einen Bogen verzaubert mit Schärfe 5, Unendlichkeit 1. Und falls ihr euch fragt, hey, wo hast denn du die ganzen Level her? Das ist eine weitere nette kleine Besonderheit, die ich gebaut habe. Daran saß ich auch ein Weilchen, denn das ist ein Unikat, also keine, also nichts, was man einfach so nach einem Tutorial baut, sondern selbst ausgedacht, auch mit Timing und so. Hier, dort vorne seht ihr es schon. Und zwar habe ich ja ganz am Anfang einen Zombie-Spawner gefunden und den habe ich jetzt umgebaut zu einer Mob-Farm. Ja, ist an. So. Hier steht noch eine Ender-Chest. Hier noch ein bisschen Krimskrams vom Krimskrams halt. Okay. Hier unten liegt noch ein bisschen Mob-Drop rum. Und, ja. Ui. Au. Hat eigentlich gar nicht wehgetan. Ich krieg ihn. Ja, ich habe ihn gekriegt. Aua. So, jetzt hört man hier schon die ersten Zombies. Und dafür ist dieser Hebel da. Man kann mit dem Hebel oben an- und ausschalten, Zombies kommen oder nicht. Und hier unten die Tötungsanlage anschalten. So, das funktioniert so. Hier direkt darunter ist ein Spawnraum mit dem Spawner. Und dann werden diese Teile hier nach oben befördert. Hier ist dann eine Baby-Zombie-Auslagermaschine. Wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, dann mache ich mal ein Tutorial dazu. Das heißt, es kommen keine Baby-Zombies hier rein. Und nur die großen Zombies kommen an. Also die normalen. Dadurch kann ich auch hier diesen Block freilassen. Und dann zum Tötungsmechanismus wird angeschaltet. So, jetzt werden die ganzen Zombies hier auf diese Seite geschoben, dass man die wunderschön töten kann. Und dann, hier könnt ihr sehen, die Rüstung ist so. Na gut, es wird jetzt nicht ganz ausreichen, die XPs, um alles voll zu bekommen. Das wird's auf gar keinen Fall. Aber Schuhe und Rüstung wurden zumindest voll. So, dann kann man das wieder aufmachen. Die nächsten Zombies werden gleich nachgespült. Und wenn man sich dann mal 10 Minuten hier hinstellt und einfach nur abwartet, kommt auch ordentlich was zusammen. Das heißt, ich mache wieder zu. Es wird auch unglaublich angenehm laut. Die werden in die Ecke gezogen, bleiben hier brennen und dann, ja, ihr seht, die hat jeweils ein bisschen Haltbarkeit verloren, das Schwert auch. Und dann muss ich nur mit Shift-Klick das so machen und ihr seht, die Rüstung heilt sich von alleine fort, dank Mending. Des Weiteren kann ich mir hier unten das Zombie-Fleisch rausnehmen und mit Villagern traden. Und bekomme dadurch gleichzeitig noch Emeralds aus der XP-Farm. Wenn ich die getötet habe, XPs eingesammelt habe, kann ich auch gleich wieder den Hebel anmachen. Dann kommen wieder jede Menge Zombies. Falls sie mal so festklemmen, kann man den hier machen. So. Und dann sprudeln die auch wieder raus. Oh, jetzt kamen aber ordentlich viele. Gut. Hebel wieder zu. Zombies beginnen lassen zu brennen. In die Ecke schieben lassen. Warten, bis sie verbrannt sind. Und dann, damit ihr auch seht, dass sie One-Hit sind, schlage ich sie diesmal mit der Hand kaputt.
aus. Brennt, brennt, brennt. So. Ich kann die alle mit der Hand töten. Hier sind alle One-Hit. So. Nom, 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 nom. Schnell noch was Leckeres essen. Und dann nach Hause rennen. Denn das war eigentlich auch schon die einzige Neuerung, die ich hatte. Das war's, was ich für heute zu sagen hatte. Und wir sehen uns dann am Mittwoch in der nächsten Woche mit einem kleinen Special. Ach ja, und zum Abschluss noch eine kleine Frage. YouTube hat so einige Unstimmigkeiten in meinen Analytics. Wenn man auf meinen Kanal geht, dann sieht man, also als Fremder sieht man da, dass ich 31 Abonnenten habe. Wenn ich bei mir da draufklicke, sehe ich, dass ich 30 Abonnenten habe. Und in den Analytics steht, dass ich insgesamt 31 Abonnenten habe. Und dann steht da aber sowas: Abonnenten gewonnen, Abonnenten verloren. Da steht 5 Abonnenten verloren und 36 Abonnenten bekommen. Aber 36 minus 5 ist bei mir immer noch 31. Und bitte schreibt mir mal irgendwie runter, wie viel bei euch da steht. Ich verstehe das nämlich nicht so richtig. Und das finde ich sehr seltsam und komisch und sonst was. Naja, also wir sehen uns dann bei meinem kleinen Special. Falls ihr schon eine Ahnung habt, was es sein wird, dann verratet's nicht. Lasst euch einfach überraschen. Genießt das Special dann. Wieso kann ich diese Truhe nicht... Oh, hat nur geleckt. Oh, es leckt aber gerade extrem. Okay, dann beende ich das Video mal lieber, bevor ich noch von meinem Server runterfliege. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minecraft Survival World zum, keine Ahnung wie vielten Mal ich das jetzt gesagt habe. Ich sag, bis denne. Ciao, ciao.